Ich bekomme oft die Rückmeldung, dass es sich gar nicht mehr lohnen würde, mit der analogen Fotografie zu beginnen. Der Markt sei zu klein, die Filme werden weniger, die Kameras teurer. Ich habe mir da mal richtig lange Gedanken drüber gemacht und ich komme ehrlich gesagt zu einem anderen Entschluss. Und deswegen gibt es heute in diesem Video meine 5 Gründe, warum es sich auch 2019 noch immer lohnt, mit der analogen Fotografie zu beginnen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lohntro-Video. Grund Nummer 1 ist der Kameramarkt. Als ich wieder angefangen habe mit der analogen Fotografie, da war das Verständnis dafür, dass man die alten Schätzchen aus dem Bücherregal nochmal nutzen möchte, ziemlich gering. Als ich mit YouTube angefangen habe, habe ich immer dazu aufgerufen, geht zu euren Eltern, zu euren Großeltern, durchforstet sämtliche Kartons auf dem Dachboden im Keller nach analogen Kameras und du kommst preisgünstig da dran. Heutzutage hat sich das ein bisschen rumgesprochen. Es hat sich herumgesprochen, dass das Dekostück im Regal etwas wert ist und dass es eine Nachfrage gibt und dass die Dinger tatsächlich noch genutzt werden. Ja, die Preise sind angezogen, das muss man sagen, aber es hat auch seine Vorteile. Du hast heute die Möglichkeit, sämtliche Modelle der analogen Technik im Internet zu bekommen. Und da sind wir auch bei der Bandbreite der Kameras. Du hast heute eine Bandbreite, die so vielfältig ist. Wenn du Bock hast auf Kleinbild, dann kriegst du da sämtliche Modelle. Wenn du Bock hast auf 120er Apparate, dann kriegst du auch da ganz, ganz viele verschiedene Modelle. Wenn du Bock hast auf Sofortbild, ja, dann bist du bei Polaroid. Wir haben mittlerweile Instax, haben wir eine riesen Bandbreite mit sämtlichen Variationen. Alles ist dabei, das Angebot ist mittlerweile sehr, sehr groß und es gibt Möglichkeiten, wie du immer noch günstig an analoge Kameras rankommst. Da kommen wir bei Punkt Nummer 5 zu. Du hast zum Beispiel die Möglichkeit, mit Einwegkameras in das Thema einzusteigen, denn die gibt es mittlerweile wieder in jeder Drogerie zu finden und zu kaufen und so kannst du recht günstig auch einsteigen. Ich habe dazu mal Videos gemacht, ich habe die mal getestet, verlinke ich dir oben in der Ecke, schau dir das unbedingt mal an. Die Ergebnisse sind echt nicht verkehrt. Grund Nummer 2, das Verständnis für die Fotografie. Ich habe das vor ein paar Tagen wieder erlebt. Wir sind auf einem Berg gefahren, um einen Sonnenuntergang und ein Feuerwerk zu fotografieren und mit uns noch andere Menschen. Und neben uns stand eine Frau, die ihr Handy dabei hatte und hat dann auch dieses Feuerwerk fotografiert und hat sich dann laut darüber gewundert, dass es auf ihrem Handy so aussieht, als sei das Ganze tagsüber gemacht worden. Und genau so ist es doch eigentlich um uns herum die ganze Zeit. Viele Menschen beschäftigen sich gar nicht mehr damit, was man mit Blende, Verschlusszeit und ISO-Wert eigentlich alles machen kann, um ein schönes Foto hinzukriegen. Warum? Wir haben unser Handy dabei und wir machen so viele Fotos, bis uns eins davon gefällt und den Rest löschen wir. Ihr kennt vielleicht den Spruch noch, jeder ist Fotograf, bis er in den M-Modus gelangt. Und irgendwie, so fies wie der ist, es ist leider echt was da dran. Und meine Auffassung ist schon die, dass man mit Hilfe der analogen Fotografie auf jeden Fall viel mehr Verständnis dafür bekommt, was Fotografie ist, wie sie funktioniert. Und ich kann mein Wissen aus der analogen Fotografie wunderbar in meine digitale Fotografie mit reinnehmen. Es gibt immer wieder Situationen, das merke ich jedes Mal aufs Neue, wo ich da stehe mit meiner digitalen Kamera und überlege, was nehme ich jetzt für Einstellungen und dann überlege ich mir tatsächlich, wie würde ich das jetzt machen, wenn ich eine Olympus Trip 35 in der Hand hätte. Komplett analog das Teil. Und da musst du halt jeden einzelnen Schritt und jeden einzelnen Wert eingeben. Und dieses Wissen aus der analogen Fotografie benutze ich sehr, sehr gerne in meiner digitalen Fotografie. Und es ist so, dass ich fast ausschließlich nur noch mit dem M-Modus fotografiere. Und das habe ich persönlich auf jeden Fall der analogen Fotografie zu verdanken. Also ich bin der Meinung, es ist ein guter Grund, sich mit der analogen Fotografie zu beschäftigen, um im digitalen Bereich noch bessere Ergebnisse hinzubekommen, weil ich einfach mit diesen Werten besser umgehen kann. Digitalkameras haben heute so viele Menüs, die du einfach anklicken musst. Feuerwerkmenü, Stabilitätsmenü und Miniatur- und Toy-Camera-Menüs. Ihr kennt es doch alles. Porträt und so weiter.
Dahinter steckt nichts anderes als ganz viele Einstellungen mit genau diesen Werten, die ich gerade genannt habe. Es macht mehr Sinn aus meiner Sicht, wenn ich es mehr verstehen lerne. Das kann ich natürlich über Videokurse machen, über die reine Bedienung, über Learning by Doing, aber aus meinem Verständnis heraus ist es irgendwie noch am coolsten, wenn man das mit der analogen Fotografie lernt. Grund Nummer 3 sind die Filme. Ja, es werden weniger Filme. Das merken vor allem diejenigen, die im Farbbereich sind und im Dia-Bereich tätig sind. Die merken das sehr. Aber es gibt noch genug Möglichkeiten, schwarz-weiß zu fotografieren. Und das macht irgendwie gefühlt auch die Mehrheit. Und das hat auch seinen Grund, finde ich. Denn es gibt doch nichts Genialeres, als schnapp dir eine analoge Kamera, pack da einen Schwarz-Weiß-Film rein und ziehe los, entwickel das Ganze oder lass es entwickeln und schau dir das da mal an und mach mal das gleiche Motiv mit deiner Digitalkamera. Ich finde, es ist so schön, analoge Schwarz-Weiß-Filme sich anzugucken. Das hat einfach seinen Charme, finde ich. Und irgendwie macht mir das persönlich so viel mehr Spaß. Wenn du aber zum Beispiel im lomografischen Bereich tätig sein willst, dich ein bisschen mehr künstlerisch auch ausdrücken möchtest, damit mit Farben, dann kannst du auch immer noch auf eBay gute Dia-Filme erwerben, womit du dann zum Beispiel Cross-Entwicklungen machen kannst. Und dann hast du immer noch die knalligen, satten Farben. Und je nachdem, wie lange der Film abgelaufen ist, werden da sogar die Farben noch intensiver und du hast noch krassere Ergebnisse. Also, die Filme sind für mich immer noch ein Grund dafür, dass man mit der analogen Fotografie auf jeden Fall beginnen sollte, denn allein im Schwarz-Weiß-Bereich lohnt es sich sehr. Und wenn du da anderer Meinung bist, dann hau doch mal bitte deine Erfahrung unten in die Kommentare. Grund Nummer 4 ist der Umgang mit deinem Motiv. Ich beobachte an mir selber immer noch, auch nach Jahren noch, dass ich an meinem Motiv mit einer analogen Kamera, wenn ich das schön in Szene setzen möchte, ganz anders herangehe, als wenn ich eine Digitalkamera da drauf halte. Das mag vielleicht daran liegen, dass ich tatsächlich einen Wertgegenstand in der Hand halte. Wenn ich einen analogen Film in der Hand habe, der 36 Fotos hat und ich kann das Ergebnis nicht sofort sehen, sondern ich muss erst noch ein bisschen warten und das Ganze entwickeln, dann hat das einen ganz anderen Wert, als wenn ich 30 Fotos mit einer Digitalkamera verschieße und mir dann die Ergebnisse angucke und das, was ich haben möchte, behalte ich und den Rest lösche ich. Und deswegen habe ich bei mir immer noch bemerkt, dass ich immer noch anders mit dem Motiv spiele. Ich durchdenke viel mehr Sachen, wenn ich sie schön in Szene setzen möchte. Und ich setze mich viel länger auch mit meinem Motiv auseinander. Und ich glaube, dadurch erfährt tatsächlich mein Foto nochmal einen ganz anderen Wert, als wenn ich einfach nur den Auslöser betätige und mir dann das Ganze auf einem kleinen Display angucke. Das Ganze kann man übrigens auch auf die Instax-Technik übertragen, weil auch so eine Kassette kostet viel Geld. Und wenn du dich richtig schön damit auseinandersetzt, dann hast du natürlich auch ein hochwertigeres Sofortbild. Und dementsprechend macht es auch da Sinn, sich damit mehr auseinanderzusetzen, dann mit dem Motiv. Und auch da bekommt dein Sofortbild vielleicht einen anderen Wert, wenn du das zum Beispiel in Schwarz-Weiß machst. Also ich glaube, dass die analoge Fotografie schon dir auch nochmal ein anderes Wertegefühl für deine Fotografie gibt. Davon bin ich eigentlich sehr überzeugt. Grund Nummer 5 ist die Community. Und das ist wirklich ein sehr, sehr herrlicher Punkt. Als ich damals angefangen hatte, auf Instagram zum Beispiel, da waren wir irgendwie noch nicht mal eine Handvoll im deutschsprachigen Bereich, die analoge Fotos gepostet haben. Und klar, Instagram war damals auch noch nicht so wie heute, das war noch eine ganz andere Plattform. Aber die Community ist heute viel größer geworden, viel aktiver geworden. Sie ist viel vernetzter geworden. Und da kommen wir wieder zu den Preisen der Kameras. Es gibt heutzutage alleine auf Facebook so viele Trödelmarktgruppen, wo du für ganz wenig Geld eine analoge Kamera bekommst oder aber auch Kameras einfach tauschen kannst. Und das passiert auch heute immer noch. Deswegen, jenseits von den großen Preisen auf eBay, schau auf jeden Fall immer mal wieder gerne bei Facebook vorbei und oder in anderen sozialen Medien. Auch auf Instagram werden zwischendurch gerne Kameras verkauft. Also auch da lohnt sich der Blick. Wie gesagt, die Community ist sehr aktiv, sie ist sehr gut vernetzt mittlerweile. Sie inspiriert sich gegenseitig mit ganz viel Spielerei. Ich habe für die Community ein Discord eingerichtet, wo auch ganz viele Leute drauf sind und anfangen sich gegenseitig immer so ein bisschen zu pieksen und zu inspirieren. Oder wenn man Fragen hat,
fragt man da einfach. Auch da werden Kameras verkauft zwischendurch. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Aber schau natürlich auf allen Plattformen vorbei und guck da mal, wo ist was, was dich auch anspricht und wo kannst du dich mit einklinken. Die aktive Community ist für mich tatsächlich ein Grund, wieder in die analoge Fotografie einzusteigen, denn auch da hast du von Einsteigern bis über Leute, die seit, weiß ich nicht, 40, 50 Jahren Erfahrung haben mit analogen Kameras oder mit der analogen Fotografie. Da kannst du dich richtig gut vernetzen und da steckt ganz, ganz viel Wissen, was du dir selber auch rausziehen kannst. Ich nehme euch hier auf meinem Kanal grundsätzlich immer durch die Reise meiner eigenen Fotografie mit und versuche euch so ein bisschen zu inspirieren. Und ich weiß, dass ich einige schon erreicht habe und einige tatsächlich angefangen haben, analog zu fotografieren. Wenn ihr etwas zu ergänzen habt oder wenn ihr sagt, ihr seid anderer Meinung an verschiedenen Punkten, dann lasst das doch mal unbedingt unten in den Kommentaren da, damit Leute, die sich das Video jetzt angucken, ein umfangreicheres Bild machen können als den Inhalt dieses Videos. Ich sage schon mal herzlichen Dank. Ich kann aber nur sagen, versucht es einfach mal, startet einfach durch, lasst euch nicht von Preisen abschrecken oder so. Die analoge Fotografie macht einfach so viel Spaß und auch 2019 und ich versichere euch, 2020 macht es auch noch Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht den Daumen nach oben da zu lassen und abonniert gerne den Kanal und drückt auf die Klingel, damit ihr immer informiert werdet, wenn es hier etwas Neues gibt. Und bis es etwas Neues gibt, passt bitte auf euch auf und seid herrlich und perfekt. Ich bin raus für heute, macht's gut. Bis dahin, ciao.